Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Verbandsgemeinde Unkel haben uns damals dazu entschieden, uns als Pilotkommune für dieses Projekt zu bewerben. Da hat Gott sei Dank auch sowohl unsere Behördenleitung, der Bürgermeister, als auch der Büroleiter gesagt, teste das aus, mach das, wenn du meinst, du möchtest das machen. Im Nachhinein bin ich froh und dankbar, dass wir es gemacht haben. Also an der Stelle schon mal der Hinweis, testen Sie es, probieren Sie es aus, es lohnt sich. Es ist am Anfang mehr Aufwand, die ganzen Adressen einzupflegen und so weiter, aber nachher kann man sich so eine verkehrsrechtliche Anordnung innerhalb von 5 Minuten per Drag and Drop zusammenstellen und hat die auf dem Weg. Also von daher, das erleichtert das Ganze schon. Ich sage immer, es ist schwierig zu vergleichen, in welchem Umfang man arbeitet, wenn man nicht weiß, wie groß ist die Kommune oder wie klein ist die Kommune. Wir sind, genau, also wir die Verbandsgemeinde Unkel, ganz im Norden von Rheinland-Pfalz, am der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gelegen, sind eine Verbandsgemeinde mit 4 angehörigen Kommunen, 13.226 Einwohner, Stand letzte Woche, also wie gesagt relativ klein. Unser Bürgermeister wollte heute dabei sein, lässt sich entschuldigen, ist ein dringender Termin dazwischen gekommen, von daher konnte er leider heute nicht mitkommen. Aber wie gesagt, von da war die Unterstützung von Anfang an gegeben, wofür ich auch sehr dankbar bin. Bitte die nächste Folie. Genau, zur Größeneinschätzung von der Verbandsgemeinde Verwaltung an sich. Wir haben 50 Mitarbeiter in der Kernverwaltung mit 42 Stellen, davon in meinem Fachbereich Sicherheit und Ordnung. 11 Mitarbeiter mit knapp 7,8 Stellen. Ich bin der Fachbereichsleiter in dem Bereich und habe die Aufgaben der allgemeinen Ordnungsverwaltung zu erfüllen und die der Straßenverkehrsbehörde. Bitte einmal weiter. Ja, damit man mal sieht, wie viele verkehrsrechtliche Anordnungen wir haben. Das sind auch nur die kurzfristigen verkehrsrechtlichen Anordnungen, also Baustellen, Veranstaltungen, Sperrungen. Da sind jetzt keine dauerhaften Anordnungen von Verkehrsschildern etc. dabei. Also wir bewegen uns da immer so im Bereich um die 220 bis 250 dieses Jahr. Ich weiß nicht, was dieses Jahr los ist. Sind es schon 160. Aber das mal zu der Größenordnung, damit man ungefähr einschätzen kann, wie man da arbeitet. Bitte weiter. Ja, bis zur Einführung von den Baustellen Info Digital haben wir also noch alles manuell gemacht. Wir hatten also kein Programm, mit dem wir das erstellt haben. Wir haben es also klassisch, wie wahrscheinlich bei vielen kleinen Verwaltungen, so gemacht, dass wir in Word die verkehrsrechtliche Anordnung erstellt haben, dann als PDF umgewandelt, dann in unserem Verteiler bei Outlook dementsprechend die notwendigen Stellen eingegeben, die zu informieren sind, Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, Baubehörde, die Ortsgemeinden, die Bauhöfe und so weiter. Musste man sich also immer manuell, je nachdem, wen man informieren muss, zusammenklicken. Danach wurde die sowohl natürlich für den Antragsteller, aber auch für uns, für die Archivierung ausgedruckt, dann ja, abgeheftet, 6 bis 8 dicke Leitsordner pro Jahr. Jeder weiß, dass die Kapazitäten im Archiv endlich sind, zumindest bei uns, sodass sie dann meistens noch im Büro rumstehen, jahrelang, weil die Aufbewahrungsfristen haben wir ja auch noch. Von daher ein relativ umständlicher und steinzeitlicher Ablauf. Aber wie gesagt, so wurde es noch bei uns praktiziert zu Beginn dieses Jahres. Bitte einmal weiter. Die Daten wurden eben im Grunde schon von der Frau Weber-Leibrecht auch schon mal alle angesprochen. Wie gesagt, die Informationsveranstaltungen im
vergangenen Jahr, also relativ genau, sogar vor einem Jahr. Daraufhin haben wir uns dann als Pilotkommune, nachdem ich dann, wie gesagt, unsere Behördenleitung gar nicht lange überzeugen musste, dafür entschieden, uns zu bewerben. Dann gab es dann die Informationsveranstaltung im letzten November und am Tag drauf wurde das System im Grunde auch für die Testphase freigeschaltet. Jetzt war das Problem, in Anführungszeichen, dass man ja doch am Anfang relativ viele Daten erfassen muss, um mit dem Programm arbeiten zu können. Sei es die Mitarbeiterdaten, sei es die Daten der Firmen, die Antragsteller sind, sei es die E-Mail-Verteiler, sei es die Maßnahmentexte und so weiter. Und das Problem war einfach, es gab zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es sie heute gibt, keine Schnittstelle zwischen dem Testsystem und dem Realbetrieb. Das heißt, man hätte jetzt einmal für die Testphase alles einpflegen müssen. Und ich gehe davon aus, dass das bei den anderen Kollegen genauso ist wie bei uns. Haben wir eigentlich keine Zeit für, um die Arbeiten doppelt zu machen. Einmal zum Üben, die Fälle in dem Testprogramm zu machen und zum anderen einmal die Anordnung so zu machen, dass ich sie dann nachher an den Antragsteller rausschicken kann. Von daher haben wir uns da relativ schnell nach 3 Wochen schon das erste Mal drüber unterhalten, dass das Vorgehen eigentlich für uns gerade kleine Kommunen, wobei es bei den Großen wahrscheinlich mit Personal nicht viel besser ist, eigentlich nicht praktikabel ist und wir doch relativ zügig von der Testvariante in den Produktivbetrieb umsteigen müssen, einfach ja, um diese Doppelarbeit einfach vom Tisch zu kriegen. Also ich kann ganz klar sagen, wir haben in dem Testbetrieb, glaube ich, 3 Anordnungen gemacht. Danach war da keine Zeit mehr für und haben dann darauf gewartet, dass dann die Umstellung kam. Die kam dann auch zum 12.01. Seit diesem Zeitpunkt haben wir also von den 160 Anordnungen, die wir gemacht haben, 133 Stück in dem Programm gemacht. Wobei ich dabei sage, dass wir als Verbandsgemeinde Unkel alle verkehrsrechtlichen Anordnungen in dem Bereich machen, also sei es von der kleinen Gehwegsperrung über die Einrichtung eines Halteverbotes für die Aufstellung von einem Container bis hin zur Vollsperrung mit Umleitung. Das machen wir halt alles über das Programm. Andere Kommunen haben gesagt, sie gehen eher in den Bereich über, dass sie nur die Vollsperrung mit der Umleitung machen. Aber wie gesagt, zur Vereinfachung bei uns haben wir das alles da erfasst. Ja, in der Zwischenzeit haben wir auch noch wenn Sie noch mal eine Folie weitermachen, bitte. 2 weitere Kolleginnen, die auch dann mit dem Programm arbeiten und eingearbeitet wurden, sodass wir jetzt mit 3 Mitarbeitern Zugriff auf dieses Programm haben. Noch mal bitte eine weiter. Hier habe ich mal die Karte rausgenommen oder einen Kartenausschnitt von unserer Verbandsgemeinde. Also man kann erkennen, sieht relativ wüst aus mit Verkehrsschildern. Das sind also alle Anordnungen, die wir Stand 6.7. bei uns in der Verbandsgemeinde hatten. Man kann dann immer über die Schilder auch ganz gut erkennen, was es ist, ob es jetzt nur ein Halteverbot ist, ob es eine Verkehrseinschränkung oder eine Vollsperrung ist. Von daher ganz gut. Ein weiterer Vorteil ist, man sieht praktisch hier unten die gelbe Umleitungsstrecke hier einmal, die hier quer über die Straße geht. Das ist eine Baumaßnahme, die vom LBM geplant wurde auf der Bundesstraße. Dadurch ist uns natürlich aufgefallen, als die Maßnahme gebaut werden sollte, da sollte eine Umleitung bei uns durch eine von unseren Kommunen gehen, wo ich aber selber gerade eine Baumaßnahme habe mit einer Vollsperrung und sowieso schon alles über ein Seitengässchen umleiten muss. Und da sollte dann noch die ganze B42 durchgeleitet worden werden. Ist uns aufgefallen dadurch. Da konnten wir relativ kurzfristig dann mit den Kollegen vom LBM Kontakt aufnehmen, sodass die Maßnahme dann jetzt verschoben wurde. Also von daher, dass dann auch so, ich sag mal, das, was man sich für die Zukunft eigentlich wünscht, gerade in den Grenzgebieten, wie gesagt, nach oben ist Nordrhein-Westfalen, da kann ich, glaube ich, lange drauf warten, bis da was kommt, aber zumindest unten zur Verbandsgemeinde Linz zum Beispiel, dass man dann vielleicht sieht, wo man übergreifende Baumaßnahmen hat in den Gemeindestraßen,
sodass wir da dann auch dementsprechend wissen, da kann jetzt nichts angeordnet werden. Genau. Wie gesagt, wir machen alles darüber, selbst wenn wir nochmal einen zweiten machen. Sondernutzungen ist ja auch oft so ein Thema, wo ich eine verkehrsrechtliche Anordnung erstelle für eine Straßensperrung, halbseitige Straßensperrung, weil einer einen Baucontainer aufstellen will. Im Vorgang hatten wir es immer so gemacht, dass wir das einfach in unsere händige verkehrsrechtliche Anordnung mit aufgeführt haben. Ja, da haben wir dann halt jetzt dementsprechend Textbausteine, dass wir halt zusätzlich zu der halbseitigen Sperrung jetzt zum Beispiel dann auch da die Sondernutzung mit anzeigen. Und von daher, ja, denke ich mal, entwickelt sich das Programm so auf die Bedürfnisse, die wir tatsächlich vor Ort brauchen. Und wir schauen, was dann da in Zukunft noch kommt. Ich denke, das jetzt erstmal so von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon Fragen gibt oder ob gleich. Ja, bitteschön. Ja, Sie sagten, Sie hätten alle verkehrsrechtlichen Anordnungen ins System eingestellt, selbst wenn ein Gehweg gesperrt ist. Jetzt würde ich mal sagen, dass diese Information vielleicht lokal von Interesse ist, aber für diese Mobilität, also für diese Bundesebene, vielleicht nicht unbedingt von Relevanz ist. Stellen Sie denn alle Daten auch in den MDM oder in die Mobilität ein oder filtern Sie nochmal? Sie haben in Sperrinfosys die Option, eine Verkehrsraumeinschränkung über einen Schalter öffentlich zu machen oder nicht. Also Sie können erstmal grundsätzlich sagen, nee, das ist hausintern, ja, brauche ich keinen zu informieren, weil ich sage immer, Öffentlichkeit interessiert sich bei einer Verkehrsraumeinschränkung, die den fließenden Verkehr beeinträchtigt. Und da sollte man nach draußen gehen. Das andere, wie gesagt, bleibt intern. Zum Thema Weitergabe MDM, da gibt es sehr komplexe Filter. Ja, das hat nochmal, das wird technisch eingestellt, aber da muss man sich nur unterhalten, wo Sie dann sagen, ja, das gebe ich jetzt raus über diesen Weg, ja, weil Sie können dann auch oder in Absprache mit dem LBM oder so auch Ihren, der die Daten holt, ja, der Datenabnehmer, auch das können Sie über ein MDM natürlich genau steuern. Und wir haben die Möglichkeit, im MDM auch verschiedene Publikationen zu machen. Also mit unterschiedlichen Inhalten, ja, weil sie auch unterschiedliche Datenabnehmer haben. Also das ist alles einstellbar. Das ist aber ein bisschen Technik. Für Sie, denke ich mir, ist interessant, das Häkchen hatte man vorhin kurz gesehen, bin ich aber nicht drauf eingegangen. Ja, hier kann jeder Sachbearbeiter erstmal grundsätzlich entscheiden, will ich oder will ich nicht nach draußen gehen. Vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. Es gibt tatsächlich, glaube ich, relativ wenig Informationen, die vollkommen irrelevant sind. Die können durchaus relevant sein. Also wenn man sich zum Beispiel in Gehweg, da sind vielleicht Rollstuhlfahrer unterwegs, da wird eine Haltestelle erreicht, eine Bushaltestelle, die kann vielleicht nicht mehr erreicht werden. Das will man auch informieren. Und im Grunde sind natürlich die Datenabnehmer in der Lage, sehr, sehr gut herauszufiltern. Und da wird man einem, der jetzt auf der Autobahn unterwegs ist, natürlich so eine Information dann auch nicht näher bringen. Aber das kann natürlich auch für eine bestimmte Nutzergruppe kann das relevant sein. Und wir können oft nicht vorher beurteilen, wann das der Fall ist. Und deshalb würden wir dafür plädieren, auch die kleineren Dinge mit anzubieten, selbst wenn sie vielleicht keine große Anzahl an Nutzern berührt, aber durchaus für diejenigen, die sie berührt, eine erhebliche Relevanz haben können. Sie müssen ja auch noch an Ihre Abstimmungsprozesse, die Verkehrsbehörden, die koordinieren sich ja in zyklischen, ich sage es mal, alle 2 Wochen, jede Woche oder je nachdem, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Land gelöst ist. Aber was Ihnen Sperrinfosys bietet, ist eine komplette Sicht auf allen Informationen. Und da, sage ich mal, Ihre Fachleute sehen alles, ja.
Ja, also hier muss man wirklich unterscheiden, was will ich öffentlich machen, ja, und was brauche ich zur internen Arbeit mit meinen Nachbarbehörden. Ja, genau das, was Sie gerade gesagt haben, ist auch das Interessante. Also bei uns sind zwei Kommunen zum Beispiel in der Altstadt. 3 Meter Fahrbahnbreite plus 1 Meter Gehweg. Und in dem Moment wird es schon interessant, wenn dann auf einmal der Schülerverkehr und der Fußgängerverkehr dann über die Straße muss, weil der Bürgersteig gesperrt ist. Also von daher, wir machen alles öffentlich, muss ja nicht alles abgenommen werden, aber die Möglichkeit besteht. Wir werden dementsprechend auch jetzt im Nachgang zu dieser Auftaktveranstaltung die Karte auch bei uns auf der Internetseite dementsprechend einbinden und veröffentlichen, sodass auch die Bürger, weil das ist der zweite Vorteil, den ich sehe, weil bei mir rufen die Leute an, ich kriege nächste Woche Möbel geliefert, jetzt ist die Straße gesperrt, wie lange ist das denn noch? So kann ich sagen, geht auf die Internetseite, guckt es euch an, steht drin. Ne, das ist das, was Sie gerade mit dem Zweizeiler unten noch in dieser Startseite, diese Daten sind im Grunde, wenn Sie das Verkehrszeichen auf der Karte anklicken, einsehbar und dann weiß man ganz genau, wie lange dauert die Maßnahme. Und von daher haben wir auch vor, auch in Zukunft weiterhin alles öffentlich zu machen. Mikro da hinten. Nochmal. Moment, Mikro. Danke. Also ich bin aus Ludwigshafen und bei uns ist gerade ein ganz großes Thema, das OZG. Und da ist die Frage, wie das denn mit der Antragstellung funktioniert. Muss ich tatsächlich den Antrag dann doch noch einscannen? Oder können die Bürger das auch online dann machen in dem System? Nee, tut mir leid, haben wir noch nicht. Ist aber, wie gesagt, auch auf der To-Do-Liste, ja, dass man, wie gesagt, hier dem Bürger, wie gesagt, ein Portal gibt. Aber wie gesagt, das ist dann auch eine Entscheidung. Da gibt es ja ein Gesetz, helfen Sie mir, Herr Döger. Ja, das ist eben das Online-Zugangsgesetz. Ja, ja. Und ganz klar ist, dass das der Weg sein muss. Also das ist eben auch eine gesetzliche Verpflichtung, die besteht. Und da wollen wir natürlich die Abkürzung schon nehmen, dass dann die Dinge, die der Antragsteller eingeben kann, dann eben auch schon eingegeben sind, nicht nochmal eingegeben werden müssen. Und der Kollege, der sich bei uns im Ministerium um OZG kümmert, mit dem habe ich vorhin gesprochen, den haben wir da auch eingeschaltet und da sind wir auf dem Weg. Also wir wissen auch, dass es gibt ja da dieses Einer-für-Alle-Prinzip, dass das in anderen Bundesländern eben auch schon ausgetestet wird und so wie das für uns brauchbar ist, setzen wir das ein. Ja, auch das wird natürlich ein Punkt sein, was nochmal die Arbeit erleichtern wird vor Ort. Aber um nochmal den Bogen zu kriegen zum Anfang. Klar, es ist am Anfang Arbeit, die Datenbänke zu füllen. Aber wenn die einmal gefüllt ist, wir sind eine sehr kleine Kommune, wir haben eigentlich die 20, 30 Antragsteller, die irgendwelche Maßnahmen für irgendwelche Versorgungsträger durchführen bei uns, ja, sodass das im Grunde ein Klick ist und ich habe da die Daten von der Firma, von dem zuständigen Mitarbeiter vor Ort inklusive Kontaktdaten da drin. Also im Ursprung hat man dann einfach alles händig eintippen müssen, bei jeder Anordnung, und das habe ich jetzt halt durch die Datenbank mir gespart, sodass ich im Endeffekt die verkehrsrechtliche Anordnung, so wie der Fuhrmann es eben gezeigt hat, innerhalb von 5 Minuten erstellt habe und versendet habe zeitgleich und zeitgleich noch archiviert habe. Also was ich noch machen kann, ich kann halt dementsprechend noch händig auf der Startseite Dokumente anfügen, sei es irgendwelche Regelpläne zur Sperrung, sei es irgendwelche händig erstellten, das funktioniert noch nicht so, wie es, gewünscht ist, aber das ist auch ein Punkt auf der Agenda, die wir damals hatten, dass ich zum Beispiel auch einen Verkehrsschilderplan erstellen kann für größere Maßnahmen mit verschiedenen Warneinrichtungen und so weiter. Das klappt da leider im Moment jetzt noch nicht, ist aber einer von den Punkten, die kommen. Ein weiterer Punkt, der jetzt zum Beispiel schon umgestellt wurde, war der, dass man nur bis
zu einer gewissen Zoom-Stufe runter scrollen konnte in der Karte. Die ist also jetzt verbessert worden, sodass ich jetzt auch für die Kommune, ich sag mal, eine örtlich scharfe Festlegung des Bereichs machen kann und nicht nur eine grobe. Also das ist jetzt mit dem letzten Update, was letzte Woche gekommen ist, umgestellt worden. Also da ist schon auf sehr, sehr viele, sehr viel Input, der aus der Testphase halt gekommen ist, eingegangen worden. Und von der Seite auch nochmal vielen Dank, dass das so gemacht wurde. Genau, da stehen wir immer hilfreich zur Seite. Übrigens, ich war ja selber Antragsteller. Ich habe schon meine E-Mail bekommen mit meiner verkehrsrechtlichen Anordnung. Ja, also das geht recht fix. Wie gesagt, per E-Mail wird das versendet. Ja, also Sie brauchen da, wie gesagt, nichts weiter zu machen. Gut, dann gebe ich mal das Mikro wieder zurück. Wenn noch Fragen sind, haben wir da sicherlich gleich auch noch die Gelegenheit. Herr Ollig hatte aus dem Chat bereits ein paar Fragen, die da angekommen sind. Vielleicht schieben wir das gleich mit rein. Dann vielleicht darf ich noch was ergänzen. Aber gerne. Herr Nagel, Sie hatten angesprochen, dass mit dem Programm künftig auch Verkehrszeichenpläne erstellt werden sollen. Also das steht nicht ganz bei uns auf der Tagesordnung oder auf der Agenda drauf, weil für das Programm oder es gibt andere Programme von verschiedenen Anbietern, die dafür gedacht sind, die Verkehrszeichenpläne zu erstellen. Und diese Pläne, die mit anderen Programmen oder Programmen von einem anderen Anbieter erstellt wurde, die können als PDF, als Anlage in Sperrinfosys mit hochgeladen werden und dann auch angeordnet werden. Ja, das ist richtig, genau. Aber es hat ja, wie ich sag mal, eben auch mit den Programmen zur Anordnung nicht jede kleine Kommune irgendwelche Programme, mit denen sie oder irgendwelche teuren Programme, mit denen sie irgendwas erstellen kann. Wir haben ein Programm, mit dem man das machen kann, aber eher schlecht als recht. Ja, und da weiß man zwei Tage später schon nicht mehr, was hat man da angeordnet, weil gerade das, was man in die Schilder reingeschrieben hat, so schlecht zu erkennen ist. Das ist halt bei den, ich sage jetzt mal, günstig Versionen oder wenn ich mir jetzt eine Karte in ein Word-Dokument ziehe und ziehe da irgendwelche Verkehrsschilder rein, das ist halt schwierig. Also von daher war das einer von den Punkten, die wir als Kommune da reingegeben haben und hoffen, wie gesagt, dass da irgendwas kommt. Vielleicht sogar in Verbindung mit der Karte, die man da hat, dass man da nachher einfach einen Screenshot von machen kann oder so und den mit anhängt, einfach damit man die Arbeit auch nicht doppelt und dreifach machen muss. Ja, also Screenshot hatten Sie angesprochen, das steht auch auf der Wunschliste drauf. Damit könnten wir uns dann zum Beispiel die Karte als PDF ausgeben lassen, da ist die Sperrstrecke, die Umleitungsstrecke drauf und könnten das bei einer Pressemitteilung beifügen. Ein Gedanke davon. Gut, dann vielen Dank, Herr Nagel. Dankeschön.